So Freunde, heute von Beko das Cobra-Sortiment aus dem Aldi. Gekostet hat es 9,99 € und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns, wenn es dunkel wird, draußen zur Zündung. So Freunde, wir fangen jetzt an mit dem Test von dem Cobra aus dem Aldi. Wie gesagt, 9,99 € und wir fangen natürlich mit dem Kleinkram an. Also, bis gleich. So, das ist auf jeden Fall der Kleinkram, der da drin enthalten war. Wir haben zweimal römische 5 Schussröhlis, 4 Knallfrösche, einmal China-Böller D und eine 32er Quäckermatte, eine Chrysanthemenfontäne, Knallerbsen und Wunderkerzen. Die zwei Sachen, Knallerbsen und Wunderkerzen, lassen wir mal weg. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit den D-Böllern an. Mach die guten Deko, bitte. So, ich nehme jetzt die China-Böller D aus dem Raketenset und dann alle 4 Stück weg. Eigentlich ganz okay. So, wir machen dann gleich mal weiter mit der 32er Machine Gun. Wenn ich die hier mit einer Hand rauskriege. Und nochmal jetzt die 32er Knallkette. Ja, mehr Verpuffer als wie alles andere. Mit den Knallfröschen, denke ich mal. So, kannst du mal mehr Feuer geben? Weil das macht sich schlecht. So, soll ich erstmal auch? Nicht, dass dir der Anfang kommt. Ja, okay. Ja. Ich sehe ja schon kommen, dass du hier gleich die Funken abkriegst. Naja, da war die Biene gerade lauter als der Frosch. Oh, das ist echt scheiße. Gleich hintereinander weg. Aber besser. Ja, die Frösche sind echt scheiße. So Freunde, dann machen wir noch die Chrysanthemenfontäne und zum Schluss noch die zwei Röhlis und dann kommen die Raketen dran. So, genau. Jetzt machen wir noch hier die 5 Schuss-Röhlis. Würdest du meins dann zuerst anzünden, dann zündest du deins an? Das hast du ja verschieden. Ja, das ist nicht. Kriege ich nicht rein. Unten durchgucken. Ja? Ich brauche was zum Reinstecken. Ich kann dir ja nicht halten. Den Boden rammen. Halten. Wir halten es einfach. Dann haltet eins. Ich halte eins. Das ist natürlich sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5. Na gut. Dann halte ich deins auch noch, oder? Oder warte. Gut. Reicht, wenn ihr noch Blödsinn macht. 1, 2, 3, 4, 5. Aber ich muss sagen, die sind besser als wie die von letztes Jahr, weil letztes Jahr kam es einfach nur rausgerotzt. Also so puff, 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 das war's. Gut, wir sehen uns dann, wenn es ein bisschen dunkler ist, mit den Raketen wieder. Bis später. So Freunde, jetzt wie versprochen die Komet, die Raketen aus dem Cobra-Set. Wir fangen an mit einer Hawk-Rakete. Ja, relativ mickrig, wir machen weiter mit einer Hawk-Rakete. Bisschen besser.
So, weiter geht's mit einer Hawk-Rakete, eine blaue. Oh, die war ausnahmsweise auch mal blau. So, zum Schluss schießen wir mal hier die Hawk-Raketen, die letzten beiden. Eine weiße und eine blau. Ja. Sehr schön. So, dann kommen wir jetzt zu den zwei blauen Raketen. Das sind die Dragostore-Raketen, glaube ich. Und dann haben wir das Raketenset Cobra aufgerichtet. So, Freunde, also für 9 Euro ist es für mich leider keine Kaufempfehlung. Tut mir leid, es sind zwar schöne Sachen dabei. Vielleicht für Familien, die ein schönes Set suchen, ja. Aber für uns jetzt, also als Pyro jetzt gesehen, leider nicht. Also, Freunde, macht's gut.